Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um dieses kleine Gerät. Was es damit auf sich hat, sehen wir gleich. Viel Spaß! So, und zwar, was hat es mit diesem Bluetooth-Modul auf sich? Also, wie gerade schon gesagt, es ist ein Bluetooth-Modul für den TBS Quadrocopter und die NASA MV2. Und über dieses Modul kann man den Kopter nicht direkt steuern, aber unterwegs einstellen. Weil das Problem ist, wenn ihr euch einen Quadrocopter zusammenbaut und diese NASA M-Software bzw. diese NASA M-Hardware-Lösung in euren Kopter einbaut, muss man oder sollte man am Anfang verschiedene Parameter sich ein bisschen einstellen. Und das funktioniert nur, indem man den Quadrocopter hinten an diesem LED-Modul, egal jetzt ob V2 oder M-Lite, die haben so ein LED-Modul. Und daran kann man dann per Micro-USB sich mit dem Computer verbinden, lädt sich die Software runter und hat dann diese NASAM-Software, um da verschiedene Einstellungen zu machen. So, im Normalfall fliegt man aber draußen. Und draußen hat man nicht immer den Computer dabei. Jetzt fliegt man, stellt fest, irgendwas müsste man da noch an die Gainwerte ein bisschen ändern, dass der Kopter ein bisschen ruhiger, ein bisschen stabiler und nicht so rumzappelt, dass er besser fliegt. Und dann hat man halt nicht immer den Computer dabei, um sich die Werte einzustellen. Und dafür gibt es dieses Bluetooth-Modul. Das kann man sich an einen freien Port anschließen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier vorne habe ich mein Mini-IOSD drinne und das habe ich mir extra so gelegt jetzt, dass ich notfalls noch mal ein weiteres Modul anschließen kann und dann wird es einfach angeklipst und der Kopter gestartet und alles, was ihr dann noch dazu benötigt, ist ein Telefon oder ein Tablet, welches ihr dann mit Bluetooth mit eurem Bluetooth-Modul koppelt. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. So, ihr habt also jetzt euren Quadrocopter mit dem Bluetooth-Modul verbunden. Wie gesagt, hier unten ist bei mir jetzt das Mini-IOSD verbaut. Das hat nur einen freien Port. Und da habe ich dieses Bluetooth-Modul angeschlossen. Jetzt geben wir einmal Strom auf den Kopter. Der Gimbal fängt an zu arbeiten und das Bluetooth-Modul leuchtet grün. Und alles, was wir dann noch machen müssen, ist, ihr nehmt euer Smartphone oder Tablet und ladet euch die NASAM-Software runter und installiert diese. Und dann müsst ihr euch einmal paaren, also einmal mit eurem Quadrocopter verbinden, was ich ja schon jetzt gemacht habe, ein Passwort vorgeben. Und dann seid ihr eingeloggt mit eurem Quadrocopter verbunden und ihr seht oben, dass die zwei miteinander funken und das grüne Licht da anfängt zu blinken. So, und dann habt ihr genau dieselben Einstellmöglichkeiten wie in eurer NASAM-Software am Computer. Wir haben da die Basics. Wir können jetzt auswählen, mit welchem Quadrocopter wir fliegen. Hexakopter oder Okta oder Okto oder was auch immer. Wir haben da das Mounting. Wir können auch nochmal die Werte ändern vom GPS-Pilz. Wir haben die Fernbedienung. Ich habe jetzt meine aus, wo ihr dann auch nochmal kontrollieren könnt, ob eure Sticks alle kalibriert sind und ob diese richtig funktionieren in die richtigen Richtungen. Und halt so verschiedene Einstellungen. Dann haben wir da auch nochmal das Drehpoti eventuell für euren Gimbal. All das habt ihr hier auch nochmal in den Einstellungen, genauso wie die Gain-Werte, die ihr dann ändern könnt. Im Prinzip alle Einstellungen, wie ihr sie auch bei euch am Computer habt. Könnt ihr auch nochmal den Kompass kalibrieren, die IMU. Ihr könnt die Motordrehzahl beim Start einstellen. Ihr könnt sogar irgendwo, muss ich jetzt gucken,
die Motoren testen, ob sie in die richtige Richtung laufen oder ob ihr die hier falsch, ob ihr die hier falsch geklemmt habt, dass ihr die nochmal umpolen müsst. Ihr könnt das IOC ein- und ausschalten und kontrollieren. Also es ist wirklich an alles gedacht. Werden euch dann auch sogar angezeigt, welche Firmware ihr drauf habt und alles. Also im Prinzip ganz genau dasselbe wie im Computer, habt ihr dann auf eurem Telefon auf dem Feld oder mit dem Tablet auf dem Feld und müsst nicht die ganze Kiste und Kabel und alles mit rumschleppen, sondern nur dieses kleine Bluetooth-Modul. Die Frage ist jetzt, braucht man es? Ich sage jein. Für einen Anfang, wenn man mit einem TBS Discovery oder auch einem anderen DJI-Gerät startet und sich noch ein bisschen unsicher ist mit der Einstellung und all sowas, dann ist das für einen Anfang eigentlich recht gut. Wenn man dann seinen Kopter allerdings so weit eingestellt hat, dass alles funktioniert und dass alles läuft, braucht man das rein theoretisch nicht mehr. Also ist die Frage für jeden selber, brauche ich das Ding wirklich oder schleppe ich jedes Mal einen Rechner mit am Anfang oder fahre immer nach Hause oder hin und her und klemme den am Computer an, ändere was, gehe wieder raus aufs Feld. Also das ist alles so, es ist super für den Anfang, aber danach liegt es eigentlich nur noch rum. Die 60 € glaube ich, kostet das so ungefähr, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die braucht oder nicht. Das soll es dazu gewesen sein. Jawohl, das soll es wieder gewesen sein zum großen TBS Discovery und über dieses Bluetooth-Modul. Schreibt mir da unten in die Kommentare, ob ihr dieses Modul auch nutzt oder wer vielleicht eins braucht, weil eigentlich brauche ich es ja nicht mehr. Wenn das jemand haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ansonsten, hier seht ihr noch weitere Videos über diesen TBS Quadrocopter. Und hier seht ihr noch kleine Testvideos von anderen Quadrocoptern. Ansonsten, bitte abonnieren, Daumen nach oben. Viel Spaß beim Anschauen der anderen Videos. Bis dahin, ciao.